die feine Mischung. Special Band, solche wie mich was prima denn. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich. 50 Jahre Austropop. 50 Jahre. Das heißt, es ist ein bisschen sowas wie ein Geburtstagsfest, wobei man immer ja noch streiten darf, sind es 50 Jahre, sind es 49 Jahre, sind es 53. Im Grunde ist es auch wirklich wurscht. Es geht darum, österreichische Popularmusikgeschichte ein bisschen in Erinnerung zu rufen, weil da ist sehr viel passiert. Das ist auch mit dem Grund, warum ich hier sitze und warum es dafür einen Opa braucht, weil 50 Jahre ist ja jetzt nicht irgendwas, sondern also, da gibt es ja schon Leute, die mit 50 Jahren schon längst in Pension gehen. Das bin ich nicht, aber ich bin ein Mitüberlebender. Das heißt, ich habe von diesen 50 Jahren so gut wie alle 50 Jahre miterlebt. Wenn man so will, und das war auch für uns die Grundidee, nimmt man Marianne Mentz' Glocken, die im Jahr 1970 erschienen ist, als die Initialzündung. Ja, stimmt. Dem kann man auch zustimmen, denn Marianne wird auch immer gerne als die Mutter des Austropop bezeichnet. Also wenn wir eine Mama haben, braucht es auch einen Papa, der ist aber in dem Fall ein Jahr später auf der Bildfläche erschienen. Und ich glaube auch im Namen aller Austropop-Fans den Wolfgang Ambros mit seinem Hofer als den Vater bezeichnen zu dürfen. Und dann gibt es jede Menge Onkel, Cousin, die Familie ist ja gewachsen über all die Jahre. Darüber wollen wir reden. Im Austropop-Cast. Ich werde auf Menschen treffen, die ich zum Teil auch seit vielen, vielen Jahren begleite. Ich werde auch Menschen wiedersehen. Künstlerinnen, Künstler, die ich zum Teil viele Jahre oder Jahrzehnte nicht getroffen habe. Ich werde auch welche treffen, die ich gar nicht kenne, aber deren Werke ich sehr wohl kenne und in Erinnerung habe. Und ich kann euch nur sagen, es macht mir zumindest einen Höllenspaß. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Ich kann auch jetzt noch weiter ausholen, weil beispielsweise für mich ist ja der Rap nichts, was in der New Yorker Bronx entstanden ist, sondern eigentlich kommt er aus Österreich. Wer Piron und Knapp kennt, wer sich daran erinnern kann und an die legendären Titel wie Tröpfelbad zum Beispiel, das war ja blütenreiner Austro-Rap. Also bitte vergesst New York, denkt ans Tröpfelbad. Auch das darf durchaus als Wurzel des Austro-Pop bezeichnet werden. In diesem Sinne, viel Spaß. Wir werden, auch das darf nicht vergessen werden, wir werden auch jede Menge junge Künstlerinnen und Künstler hier haben, die mir dem Opa zum Beispiel dann erklären, wie es heute läuft. Es ist auch gut so, es ist auch richtig so, Spaß muss machen und es muss vor allem sehr österreichisch sein. Also, Bussi, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was prima denen. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.